Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Ich bin immer noch völlig traurig, völlig müde, völlig... Ach, ich weiß auch nicht, ich bin so deprimiert, dass der Nekromant uns doch dermaßen kaputt gemacht hat. Hätte ich nicht erwartet, aber... Okay. Ja, ich habe ein paar Fehler gemacht, das weiß ich auch. Ich hätte ein paar Leute mitnehmen sollen, die entweder hinten schießen können oder endlich daran denken sollen, das Ganze umzustellen. Gameplay. So, Monster hinterlassene Leichname aus. Speichern. Dankeschön. Mann! Kacke! Okay, wir haben noch neue Leute dazu bekommen. Durch die Kutsche sind sehr viele Leute mit Level 3 dabei, die auch schon fertig gelevelt sind, was den Schmied angeht und die Gilde. Insofern gehen wir jetzt auch mal in ein mittleres Gebiet, das relativ kurz ist, damit wir uns da nicht zu lange aufhalten. Dies hier zum Beispiel sieht ganz nett aus. Auch das ist vielleicht nicht schlecht. Wir bekommen auch etwas, das wir verkaufen können. Denn den Nekromanten, wollte ich gerade sagen, den Okkultisten, den werde ich nicht großartig leveln. Adinel, was hast du noch? Schüttelfrost, du kommst nicht mit. Obwohl, du hast minus 10% maximale LP, minus 10% Schaden, minus 3 Geschwindigkeit. Bekommst aber diesen Ring. Wenn ich dir... Wir haben ja jetzt wieder unsere ganzen Trinkets dazu bekommen. Wenn ich dir das andere Teil gebe, das hier, sind deine LP ja wieder ausgeglichen. Das geht ja dann. So. Außerdem ist er robust. Dadurch hat er, glaube ich, schon ein paar mehr LP. Dann kommt er also mit. Kalimba, der zweite. Du kannst wieder mitkommen. Libellchen kommt mit. Ihr seid alle schon mit Level 4 ausgerüstet. Das finde ich gut. Adina? Auch. Das ist klasse. So können wir da drin natürlich wunderbar bestehen. Und es kommt Sir Wolfsblut mit. Immerhin hat der ja auch schon alles auf Level 4. Aber dann nicht in die Meereshöhlen, sondern in den Wald. Der Wald ist doch wesentlich angenehmer. Außerdem brauche ich noch ganz viele Urkunden und insofern rein da. Wir nehmen Hundeknochen mit, genau. Auch gerne noch ein bisschen Essen. Na, nimm das auch mal mit. Ein paar Fackeln, zwei Schlüssel, zwei, drei Schaufeln. Auf geht's. In der Hoffnung, ein bisschen Geld rauszukriegen. Es ist alles verloren gegangen, als wir gegen den Nekromanten angetreten sind. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Also es würde mich gar nicht wundern, mehr als 50.000 Gold verloren zu haben, denn die Leute wurden ja auch einzeln aufgestuft. Another abomination cleansed from our lands. Nibbel, nibbel, nibbel. Böse Made. Ihr habt mir alles versaut. Ihr seid schuld. Jetzt würde ich gerne diese Beschuldigung machen. Nibbel, nibbel, nibbel. Okay. Wir widersetzen uns der Betäubung und hauen drauf. Ebbe und Flut. So, dann kann unser Kreuzritter auch richtig schön Schaden fahren. Ja, also. Ach, ist das traurig, Leute. Das ganze Geld wieder zurückzuholen wird ein Desaster. Zweimal kämpfen, okay. Mit jedem Kampf kriegen wir vielleicht noch schöne Dinge. Wir bekommen 250 Gold. Au, Dreck. Die Fackel vergessen. Er widersetzt sich dem Blutungseffekt. Na gut, wer weiß, wie lange noch. Warum macht ihr das? Weil ich dich liebe, mein Freund, weil ich dich liebe. Ran for the old gods und Blutung. So, einer ist weg. Ach, Heimer. Wir haben Zeit. So ist schön.
Ja, der Ghoul ist eigentlich nicht besonders doll. Der macht ein bisschen Stress, ja. Und haut auch mal zu. Aber ansonsten kriegt man den doch relativ gut weg. Da sind schon mal die ersten Urkunden und Wappen haben wir auch bekommen. Jetzt wird wieder gekämpft. Juhu! Guten Tag. Was mir nicht gefällt, ist, dass die da Gifthauch machen können. Das Schöne ist, dass wir drei Leute haben, die sich selbst heilen können. Vier sogar. Alle vier können sich selbst heilen. Das ist perfekt. Naja, flieh mal. Ist gar nicht schlimm. Übrigens ist meine Stimme auch wieder da. Hui! Hat ein bisschen gedauert, aber hey. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Sonntag jetzt, da habe ich echt lange gewartet, bis ich die Stimme wieder hatte. Ich habe noch sehr lange im Bett rumgelümmelt, was man eben so macht an einem Sonntag. Ran da. So ist das schön. Nehmen wir hochheilen. Du kriegst keine Bandagen, du hältst das aus. Na, noch mehr Gift? Ja. Ich brauche eher Anti-Venom. Nächste Runde. So, jetzt müsste das aber langsam mal reichen, um die da loszuwerden. 6, ein Lebenspunkt, 5. Okay, alle kriegen genug Schaden, wir heilen uns bloß hoch. Sehr gut. Slowly. Gently. This is how a life is taken. Das war's. Haben sich alle in Luft aufgelöst. Also es hat sich zumindest schon mal gelohnt, um ein paar Erbstücke zu kriegen, dorthin zu gehen. Normalerweise weiche ich Kämpfen ja aus, aber naja, in diesem Fall, dabei brauchen wir gar nicht mehr so viele, wenn wir mal darüber nachdenken, was wir alles noch machen können. Wir können ja nur noch die Kutsche ausbauen, das Sanitarium und das Kloster sowie die Taverne. Naja gut, okay. Aber das Kloster brauchen wir auch nicht mehr ausbauen. Der Rest ist ja wirklich nur Luxus. Ich meine, was bringt es mir, den Rest dort auszubauen? Was habe ich davon? Wenn ich sowieso nur die ersten drei Reihen nutze. Und gerne nutze. Na toll. Zoophobie. Gut. 1, 2, 3, 4 Räume noch. Dann haben wir es geschafft. Oh Leute, der Nekromant. Ein verstörendes Erlebnis. Aber immerhin Gold und eine Fackel. Und euch treffe ich auch noch. Ihr seid überrascht. Ui. Das ist aber schön. Weg mit euch. Hau mit drauf. Die muss weg. Und wenn du wenigstens ordentlich Schaden machen würdest. Ja, dann würden wir das auch hinkriegen. Bisschen Blutungsschaden ist nicht schlimm. Er widersetzt sich sogar seinem Schicksal. Oh ja, wir haben ein bisschen Gold rausgekriegt. Auch die Wappen sind schon echt erstaunlich hochgegangen. Unglaublich aber wahr. Wir dürfen erkunden. Sehen einen Schatzraum. Schatzräume mag ich. Außerdem noch Gold. Und noch mehr Gold. Und ein Kampf. Gegen euch, Banditen. Ihr Bösewichte, ihr.
ausgewichen. Ich glaub's ja nicht. Ach, und das mit einer so schön aufgerüsteten Gruppe. Hätte ich ja nicht gedacht. Schöner Blutungseffekt. Und das war's. Der ist schon mal nicht mehr da. Könnt gut ausweichen. Aber das ist böse. Wir widersetzen uns dir. Da will der unseren Sir Wolfsblut geht ja gar nicht. Nein, er hat einen schönen Namen, der passt zu ihm. Das finde ich toll. Gut, dass er sich gemeldet hat. Noch 7 Lebenspunkte. Was war das? Doppelter Blutungsschaden? Nee. Okay. Der ist definitiv weg. Jetzt noch der andere. Heil dich selber. Hackfleisch. Na, super. Ja, doll ist die Heilung nicht. Heilt euch mal lieber alle selber. So kommen wir mit der Heilung wenigstens hinterher. Ein Aufwärtshieb, das macht auch Blutungsschaden. Nee, macht es nicht. Es schiebt nach hinten. Nix da. So ist gut. Oh ja, und damit ist Adenel wieder vorne. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Wir essen jetzt noch ein bisschen was. Und machen die Kiste auf. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Goodie. Das hat sich bisher schon richtig schön gelohnt. Wir haben ein bisschen Gold rausbekommen. Und ganz, ganz viele Crests. Insgesamt 36 Stück. Dürfen noch einmal essen, sind also vollkommen hochgeheilt. Du gehst wieder nach hinten. Und wir öffnen die Kiste. Oh, und 6 Urkunden noch dazu. Das ist krass. Halt! Nein, rein da. Hier ist keiner. Oh, habt ihr es gesehen auf der Karte? Gerade erschienen. Wie fies. Es war ein Hinterhalt. Die haben uns aufgelauert. Rauf da. Alle mit Blutungseffekt, sehr schön. Du bist schuld, Libellchen. Nein, Libellchen ist nie schuld. Was machen wir? Wir gehen selber mit drauf. Immerhin ist sie die Einzige, die im Moment Schaden bekommen hat. Ja. Und noch einmal. Ja. Alle widersetzen sich dem Gifthauch. Gut gemacht. Die Wahrheit obsiegt. Apokalyptische Predigt. Gleich dreht Libellchen durch. Sie wird gepult? Nein, wird sie nicht. Sie widersetzt sich dem Ganzen. Und wir können auch mal drauf damagen. Oh, schade. Das hätte ja klappen können. Okay, beide überleben noch. Jetzt kommt auch noch Gifthauch dazu. Touch. Ja. Okay, die beiden Pilze sind weg, so wie ich das sehe.
Und er auch. Im Prinzip müssen wir nur noch auf die Püppi gehen. Und du drehst durch. Die Bällchen wird ausfällig. Ja, solange sie heilt, soll es mir egal sein. Okay, wir haben gewonnen, jetzt heilen wir uns nur noch hoch. Aua. So muss das sein. Unforgiving. Okay, geschafft. Und wir bekommen... Oh! Ouvertürenspieluhr. Sehr selten. Plus 15% maximale LP. Plus 8 Ausweichen, dafür 2 weniger Prezi. Das ist nice. Weg mit den Hundeknochen. Gut, der Rest passt nicht mehr. Das passt mir jetzt im Moment nicht. Schaufeln weg? Oder doch lieber die Fackel? Wie weit müssen wir denn noch? Ein Raum. Das sind alles schöne Dinge. Warte mal, das geben wir jetzt jemandem. Dir. So, dann haben wir auch noch Platz. Okay, weiter geht's. Oh, ist das geil. Schöne Sachen gefunden. Hör auf, ausfällig zu werden. Mann. Bin total nett zu dir und du wirst ausfällig. Siehst du, gut, dass wir die Schaufel nicht weggeschmissen haben. Das habe ich mir nämlich so gedacht. Halt. Haben wir noch ein Anti-Venom? Nee. Dann gehen wir weiter. Und finden den nächsten Raum. Und setzen das Abenteuer fort. Wir dürfen nicht scouten. Schade, schade, Schokolade. Gehen aber einfach weiter. Und finden noch eine Truhe. Haha. Sehr geil. Naja. Das hätte sich eher lohnen können, wenn wir noch was Schönes gefunden hätten. Komm schon, irgendwas muss doch hier noch sein. Ach, Dreck. Okay, wir gehen. Aber war trotzdem lustig, war schön. 4500 Gold schon allein durch die Quest. 4 Crests dazu. Insgesamt um die 10.000 Gold, das werden wir brauchen, um die Leute zu entstressen. Aber jetzt kommen die ganzen Erbstücke, die wir gefunden haben. Und das ist erstaunlich, das ist Wahnsinn, das ist toll. Wir haben ja allein 36 Wappen gefunden, heißt 40 Wappen können wir unser nennen. Plus 9 Büsten, 6 Urkunden und 2 Porträts. Hammer. Die Bällchen ist jetzt auch Stufe 4, die anderen brauchen noch ein bisschen Rüstungsflicker. Oh, dann wird die Rüstung für sie günstiger. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ja, genau. Zeig mal her, Libellchen. Wir können dir leider noch keine gute Rüstung verpassen. Du wirst jetzt auch erstmal ins Kloster gehen. Oder auch nicht. Gehst du in die Taverne? Nein. Du gehst nur in das teuerste Ding des Klosters, ne? In die Bußkammer. Das war mir klar. Na dann, geh büßen. Okay, wir sind soweit durch. Wir haben es geschafft. Jetzt ist die Frage, was machen wir nun? Aufbrechen? Also da gehe ich erstmal nicht hin. So lange nicht, bis ich lauter Level 6er habe, die ich dort reinschicken kann. Wir könnten also die ganzen Umgebungen hier weiter leveln. Unter anderem noch in die Meereshöhlen gehen oder den Wald weiter stressen. Sammle 3 Medizin. Dafür bekommen wir Fleet Florin. Nur Antiquitätenfrau plus 4 Geschwindigkeit. Oder gehen in eine kurze Mission. Immerhin haben wir ja bei den Kleinen auch noch eine Klerikerin. Renald. Dann nehmen wir diese 4 und dann geht das auch. Ihr wisst, was ich im nächsten Part machen möchte. Also dann, bis gleich.